So, und damit willkommen zurück zu Elex. Wir haben das letzte Mal ein bisschen mit Daryl gesprochen und haben seine Aufgaben erledigt und werden jetzt noch seine letzte Aufgabe, also ich hoffe, dass es die letzte ist, erledigen sollen, wenn wir die Antenne neu kalibrieren, was wir für Lutz machen sollen, um wieder Kontakt zum Hort aufzustellen. Gleich noch einen Sender mit anbringen, damit die Outlaws immer auf dem aktuellsten Stand sind. Das werden wir jetzt auch tun. Zudem wird das heute wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass Elex im Doppelpack kommt. Also sagen wir das vorläufig letzte Mal. Weil Baum. Weil ich das so beschlossen habe. Punkt. Ist das die Antenne? Ach nee, das wird die da hinten sein, ne? Tot? Du bist tot. Dann nehmen wir das mit. Ist der eigentlich schon tot? Waren wir hier schon? Das sind Kritter. Oh. Und andere Viecher. Gut, machst du das. Wir sind ein gutes Team. Wir sollten das immer zusammen machen. Hey, kommst du auch noch her? Nicht der Hornwolf, nicht der Hornwolf. Okay. Der Hornwolf wird wahrscheinlich eh gleich getötet von dieser komischen Patrouille. Nein, nein, hör auf, den zu fokussieren. Mit der Waffe bist du besser. Steck die Waffe besser für dich. Wollen wir noch mit dem? Ja, kommen wir mit dem. Hallo. Hallo, Fremder. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was hast du denn? Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Eine neue Rüstung. Das wäre geil. Ein Schlachterhemd. Was ich nicht tragen kann. Weil ich dafür Stärke und Konstitution bräuchte. Aber es wäre schon cool. Kann eigentlich nichts tragen. Ist es schon mal aufgefallen? Könnte Apfelschnaps kaufen. Also das Rezept dafür. Nein, danke. Schönen Tag noch. Oh, da hinten. Nur noch 37 Kilometer laufen. Wie kommen wir denn da hoch? Oder müssen wir hinten lang? Also wir müssen die nächste links, dann den Nebenweg rechts, dann auf dem Weg bleiben bis zur nächsten Hauptstraße, wieder rechts. Okay. Wenn der Meteor sie nicht alle dahin gerafft hätte, dann spätestens wir. Wollen wir uns hier noch umgucken? Hallo, haben wir hier schon? Oh, was lag da? Da lag irgendwas. Oh, Keule. Super. Jetzt hier? Klebeband, Klebeband. Teilschrott. Verschlossener Tresor. Haben wir Hacken gelernt? Ich bin nicht gut genug. Scheinbar nicht. Gibt's hier irgendwo zufällig einen Zettel oder hat irgendwer irgendwo einen Code hingeschrieben? Warte mal, was konnte ich denn da nehmen? Goldbrocken, nehmen wir mit. Liegt hier ein Speer. Okay.
Dietrich. Ja, aber so wirklich, die Nummer ist hier nicht versteckt, hm? Vielleicht hier hinten noch irgendwo. Ein bisschen Elixit. Ja, ganze Erfahrung nehmen wir natürlich mit. Auch wenn es nicht viel ist. Oder war noch Elektroschrott? Mir das. Sonst gibt es hier nichts. Nö. Doch, da unten. Ein Goldbrocken. Ja, nehmen wir mit. Ein Asselfleisch. Oh, was ist denn hier? Irgendwie Angst, dass hier was von hinten kommt. Eine alte Münze. Klopapier. Eine Zigarette. Noch mal was? Scheinbar nicht. Hm, gut. Dann gehen wir wohl doch weiter. Ja, das. Oh. Fast übersehen. Wahrscheinlich sind hier noch 25.000 Pflanzen, die ich übersehen habe, aber das ist nicht so schlimm. Wir machen eh keine Alchemie. Aber wir können ja einstecken, was wir sehen. Ich wollte mich gar nicht mit dir unterhalten, danke. Oh. Was will denn hier mit uns kämpfen? Achso, da, ein Vögelchen. Ach nee, komm jetzt nicht. Wir müssen hier zu der Antenne und da werden noch genug Viecher kommen, so wie da jetzt das Vögelchen. Ich finde das übrigens doof, dass man den Fokus immer wieder lösen muss. Achtung! Ja, dann mach doch was. Achtung! Oh nein, sind hier Alps? Wäre echt nicht cool. Ich glaube, da haben wir noch nicht so die Chance. Irgendwas? Nee, aber da vorne ist ein Gegner. Speichern? Irgendwo da. Und noch einer. Was für Gegner? Das ist die Frage. Siehst du, das sind Alps. Schirme? Diese Technologie stammt von uns. Die Kleriker haben sie uns gestohlen. Eine Schande, so etwas zuzulassen. Wie werden wir das denn machen? Spielen doch Flipper mit uns. Kommen wir hier durch? Runter? Du kommst runter. Aha, Totenkopf. Ich glaube, Arx hat da auch nicht so die Chance. Heißt, wir müssen das wahrscheinlich einfach schnell machen. Wir gehen hier von hinten ran. Da, wo es keinen interessiert. Auch einer.
Oh, wir waren schleichen. Ich kann im Kampf nicht schleichen. Na, warte. Nein, nein, nicht na, warte. Sei ruhig. Wir müssen hier leise hoch. Komm mit. Hax, hör auf. Komm jetzt mit. Oh, oh, oh. Die schießen nicht auf mich von da unten. Kommt er mit? Ja, aber er steht schon mal unten an der Leiter. Ist schon mal ein Anfang. Nur noch 7000 Kilometer und wir sind auch oben. Oh, oh. Jetzt ist er da und haut Arx. Und Arx macht nichts, weil ich zu weit weg bin. Auf zu schießen. Nicht rollen. Noch höher? Wie geht's denn hier? Ach da. Voll dran vorbeigelaufen. Hör doch auf zu rollen. Krieg ich immer einen halben Herzinfarkt. Ist schon ganz schön hoch. Da hinten ist der Staudamm. So. Erstmal den Energieriegel einstecken und die Brause. Oh, da hat sogar jemand ein Elixitbeutel gelassen. Konsole! Okay, das sollte ein Kinderspiel werden. Gut. Gute Axt kommt auch schon. Gut, wir können uns jetzt wieder wegporten. So, dann gehen wir jetzt zurück und sagen Bescheid, dass wir das auch gemacht haben. Ja, lädt heute ein bisschen länger. Er stellt sich auch noch von links nach rechts, oder? Oh, wir waren gerade ganz leise. So. Daryl, warum bist du eigentlich schon wieder hier? Musst du nicht oben sein und arbeiten? Ich habe die Abhörvorrichtung installiert. Da fällt mir ja fast ein Ei aus der Hose, alle Achtung. Ich wollte es dir ja nicht sagen, aber ich hatte so meine Zweifel, dass du es durchziehst. Jetzt kann die Bande noch so viel aushacken, wir werden ihnen immer einen Schritt voraus sein. Und meine Splitter? Sollst du kriegen, hier. Gespendet vom Herrn der Wüste. Vergiss nicht, dich bei Lutz zu melden, sofern du noch nicht bei ihm warst. Er lässt sich ja auch noch was springen, wenn er glaubt, dass alles wieder seinen Gang geht. Das stimmt. Wir hängen gerade ein bisschen hinterher. Könnte sein, dass das daran liegt, dass ich im Hintergrund am Rendern bin. Hier. Die Antenne ist neu ausgerichtet. Ja, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass die Funkverbindung wieder steht. Zwar haben wir noch ein paar Probleme mit dem Hintergrundrauschen, aber das kriegen wir auch ohne deine Hilfe in den Griff. Was meinst du? Ist die Station im Nordosten sicher genug oder müssen wir mit einem weiteren Ausfall in Zukunft rechnen? Das fragst du besser die Alps. Oh, bist du dort etwa auf ein paar von den Kerlen gestoßen? War ja klar, dass sie uns in die Suppe spucken, wo sie nur können. Hier, das ist für dich. Du sollst ja nicht denken, dass ich vergessen habe, wie wertvoll deine Leistung für unsere Sache ist. Ach Gottchen. Du brauchst Ersatzteile? Ich besorge sie dir.
Moment, du willst helfen? Wenn das so ist, geh zu Erich und besorg sie mir. Aber lass mich nicht hängen. Ein Mann, ein Wort. Okay. Unterschreiben würde ich das nicht. Ich auch nicht. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Mission Rachefeldzug, unwichtig. Gefährten, unwichtig. Tavar wäre noch interessant. Das schaffe ich noch nicht. Wir sind eigentlich hier, um mehr... Ich hätte mir von einem Süßschneck erzählt, die Koordinaten gegeben. Das könnten wir machen. Das Problem ist, dass wir uns bei Duellen nicht helfen lassen können von Arx. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir hier noch machen können. Eigentlich nichts mehr, oder? Ehrlich zu dem Mana-Schrein? Nö. Nee, das werden wir auch noch nicht schaffen. Und dafür brauchten wir noch ein paar Punkte in, ich weiß gar nicht, Persönlichkeit oder so. Alles etwas schwierig so ohne Erfahrung. Brauchten wir da nicht nur 4 Persönlichkeitspunkte? Ich weiß nicht, ob das Persönlichkeit war. Könnt ihr ja mal hingucken. Wo ist denn Goliath hin? Noch weiter raus. Ja. Es wird echt Zeit, dass wir eine gute Rüstung kriegen. Aber dafür brauchen wir halt auch wieder Punkte. Alles sehr unschön. Berserker. Dreck, Schlamm, Schimmel. Die größte Virenfabrik, die es diesseits der Berge gibt. Aber alles, was wir jetzt erstmal kriegen könnten, in Stärke und Konstitution packen. Allein schon, um dann Rüstungen tragen zu können. Weil Intelligenz und Gerissenheit brauchen wir nicht mehr. Da sind wir jetzt soweit durch. Wir könnten aber noch Geschickpunkte brauchen. Aber Geschick bringt uns nicht großartig Erfahrung. Wenn wir genug Stärke und Konstitution hätten, könnten wir uns erstmal durch die Wildnis schlachten. Wir machen mal 5-5. Aha, wenigstens ein bisschen was hier. Einen Punkt geben wir noch auf Geschicklichkeit. Dann übernehmen wir das. Nur schon mal ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Power beim Zuhauen. Das ist schon mal ein Anfang. Hast du das? Wegen des Outlaws. Ja. War Handwerk. Ich glaube, dafür brauchten wir jetzt eigentlich die Geschickpunkte. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas.
Wir haben null Handwerker. Ja gut, wir würden aber auch nicht auf 3 kommen. Wir könnten Schlösser knacken einmal machen. Chemie und Hacken. Ja, und das war's. Ja, aber wir haben ähnliche Punkte, also von daher. Na, aber wir brauchen halt Erfahrung. Geben wir dafür jetzt 300 Splitter aus? Lass deine Technik lieber stecken. Jetzt sei doch mal ruhig. Noch etwas. Aber wir bräuchten die Punkte auch später für Klauen und so. Chemie brauchen wir jetzt erstmal nicht zwangsläufig. Wo können wir noch hingehen und irgendeinen Blödsinn anstellen? Wir könnten, glaube ich, ein paar Quests in Ignadon machen, oder? Wir sehen uns später. Ah ja, das machen wir. Warte mal, dürfen wir da schon rein? Weiß ich gar nicht. Müssen wir rausfinden. Dazu könnten wir Quests vom Händler machen. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal fragen. Hallo. Halt, Fremder. Keinen Schritt weiter. Du betrittst den heiligen Boden Kalans. Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. War ja klar. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker. Der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen, aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elixit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden, aber trotzdem gilt... Neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Dankeschön. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Wer sind hier die wichtigen Leute?
Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Okay. So, jetzt holen wir uns aber erstmal den Teleporter. Nein, Eva. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Die Antwort geht dich nichts an. Du bist wohl mehr der verschwiegene Typ, wie? Kann ich verstehen. Hier überlegt man es sich besser zweimal, was man wem sagt. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Gut, das machen wir beim nächsten Part. Erstmal wollen wir nämlich jetzt... Er läuft dagegen, guckt nach oben. Kann man machen. Erstmal wollen wir jetzt zum Teleporter. Ja, erstmal daneben. Sehr schön. Gut. Das soll aber für diesen Part reichen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.